Gestern wurde der Gerd Schädlich-Platz eingeweiht. Heute soll er direkt Glück bringen. Und damit springen wir rein ins Stadion und zu Trainer Pavel Dotschev, der ja mit Münster in der Saison 12-13 satte 72 Punkte sammelte und damit bis heute bester Vierter der Drittligageschichte ist. In Halbzeit 1 Aue von rechts nach links natürlich wieder mit Martin Mennel. Der hat keinen Gegnerdruck. Dann allerdings läuft Badmatz an. Mennel auf Barilla, der bleibt hängen an Lorenz. Nun ist die Tür sperrangelweit offen und Badmatz spaziert hindurch. 1-0 Münster, gerade mal 10 Minuten rum. Und der FC Erzgebirge, er legt sich ein Osterei ins Nest. Und das mitten in der Fastenzeit durch Münsters Top-Torjäger Malik Badmatz, der jetzt bei 14 Saisontreffern steht. 3 davon im Hinspiel. Wie reagiert Aue? Zunächst gar nicht, beide Teams ohne nennenswerte Szenen. Da hilft vielleicht eine Ecke. Ein Fall für Marvin Stefaniak. Knappe halbe Stunde rum. Tashi gewinnt das Luftduell und Majicak hämmert den Ball zum Ausgleich in die Maschen. Zweiter Saisontreffer für ihn. 28 Minuten rum. Das Spiel wieder komplett offen. Und da schauen wir auch mal auf den Coach, auf Pavel Dotschev. Wie hat er diesen Treffer von Majicak erlebt? Jawohl, geht doch. Aue zwar nicht besser in dieser ersten halben Stunde, aber wieder voll drin im Geschäft. 3 Minuten später, Münster presst aggressiver und kommt dadurch im Ballbesitz. Keeper Schulze-Nius mit einem Quarterback-Pass zu Torben Deters. Jakob wird in die Rabatten geschickt, Deters mit der Chance, Grundowski einzusetzen. 2-1 Münster. Hui, das ging aber ziemlich schnell, der perfekte Abschluss von Joel Grundowski. Badmatz ja 14 Saisontreffer, Grundowski sitzt ihm im Nacken, jetzt mit 13. Nur Ingolstadts Yannick Meuse ist stärker und der ist erst morgen dran. Ja, Pavel Dotschev sicherlich bedient und sein Team hat dann auch bis zur Halbzeitpause keine Reaktion mehr gezeigt. Vielleicht kommt da ja was in Abschnitt Nummer 2. Zumindest kommt Aue direkt mal mit Schwung raus aus der Kabine. 10 Minuten sind rum, Freistoß für die Veilchen. Münster bekommt den Ball nicht raus. Majicak dann macht den Ball wieder komplett heiß, sodass Schulze-Nius ihn nicht festhalten kann. Und da ist Schikora. Ausgleich im Lößnitztal. Tashi mit dem Schuss aus Nahdistanz. Aber trotzdem muss Maximilian Schulze-Nius, der in Münster wie Mennel in Aue zum Inventar gehört, diesen Ball festhalten. Aue ist egal. Ja, und Pavel Dotschev, der wittert natürlich auch wieder den Dreier, denn Zeit ist ja noch genug. Zeit allerdings für beide Teams, denn es gibt wieder eine Reaktion der Gäste. Da Aue den Ball nicht aus dem 16er rausbekommt, Bouchamadan, aber Mennel taucht ab. Wickelt den Ball um den Pfosten. Das Spiel hat hier und da zwar Längen, aber auch ganz viele Highlights. Toller Schuss, prima Parade. Das nächste Highlight setzen dann wieder die Gastgeber, denn auch Schulze-Nius nicht ohne Fehler. Direkt in den Lauf von Pepic, Überzahlspiel Aue und die Chance für Tashi. Aber Schulze-Nius macht seinen Fehler wieder gut. Preuß-Münster muss die letzten 10 Minuten dann ohne Joel Grodowski auskommen, der sich ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzt hat. Trotzdem bleiben die Gäste offensiv mit Barzoli, der auf Bouchamar legt. Und dieser findet Stetzig, 90 Sekunden zuvor eingewechselt für Grodowski, sticht Dominik Stetzig zu. Es ist die dritte Führung für Preuß-Münster in dieser Begegnung. Gibt's noch eine Gelegenheit vor über 8000 Zuschauern für einen dritten Ausgleich? Zumindest noch mal einen Freistoß. Kurze Variante, Meuer direkt, aber Schulze-Nius ist da und hält den Sieg fest. Denn es ist der letzte Schuss auf eines der beiden Tore und Aue muss sich nach 4 Monaten mal wieder vor heimischer Kulisse geschlagen geben. Sascha Hildmann feiert die ersten Tore von Münster überhaupt und damit auch den ersten Dreier in Aue. Wir wussten, dass der Gegner uns hochpresst, das war uns bewusst, darauf waren wir vorbereitet. Wie wir es dann ausgespielt haben, war leider nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben wir uns einfache Fehler gemacht und wie Sie schon angedeutet haben, wenn man bei einem Heimspiel 3 Gegentore bekommt, dann ist es meistens schwer, die Spiele zu gewinnen. Nun heißt es Krone richten und dann weitermachen am kommenden Wochenende gegen Saarbrücken. Und in dieser verrückten Liga ist ja noch nichts verloren. Ein Dämpfer aber ist dieses 2:3 in jedem Fall.